Marineverse Cup erscheint bald im Quest Store und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck zu diesem Game. Interessiert ihr euch für weitere Ersteindrücke zu allen Games auf der Quest? Dann schaut doch mal in diese Infokarte, da habe ich euch Reviews und Tests zu allen Games auf der Quest alphabetisch sortiert, sodass ihr euch immer einen perfekten Eindruck verschaffen könnt, bevor ihr das nächste Mal Geld im Quest Store ausgibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Marineverse Cup. So, da starten wir in Marineverse Cup. Ehrlich gesagt hatte ich hier schon langen Beta-Zugang von. Jetzt ist der Release kurz vor der Tür und deswegen wollte ich das nochmal als Anlass nehmen, mir das Ganze jetzt für euch anzugucken, dass, wenn dieses Game im Quest Store erscheint, ihr auch wisst, was euch da erwartet. Und das Game ist schon länger auf Steam verfügbar und kommt dann jetzt auch auf die Quest. Welcome to Marineverse Cup. Ahoi. Jawohl. Und ich habe gesehen, da sind auch wirklich so offene Wettbewerbe, was ihr machen könnt. Einmal nach Sydney segeln oder was weiß ich. Also auch wirklich, dass der Entwickler da liefert, dass auch eine Langzeitmotivation gegeben ist. Aber jetzt möchte ich mir halt mal angucken, wie denn so der Spielmechanismus ist. So, Wasser sieht schön aus, Hintergrund sieht schön aus. Ist das da unser Bircher? Und Bircher? Alright, start. Let's get ready for sailing. Let's get, are you comfortable? Ja, müssen wir mal gucken. Let's get to the yacht. Enable snap turning, laser pointer in left hand. Nö, passt eigentlich so. Teleport. First point at a teleport location, then well done. Nice. Ach, guck mal, so. Nice. Das funktioniert so, wir zeigen drauf, halten den Trigger gedrückt und können uns dann irgendwohin teleportieren. Use the right to steer. Well done. Ach, guck mal, hier können wir dann lenken. Okay. Continue. Press OK to proceed. Get closer to the yacht. So, jetzt können wir hier, zack, Trigger gedrückt. Sind wir closer to the yacht. Well done. Now you can decide what happens next. You can press the X button on the left controller to open quick menu tablet. You can decide what happens next. Try sailing. Learn how to sail tutorial. Hier, ach guck mal, hier haben wir das Menü. Sound volume lock. So. Komm, ach guck mal, das sind hier so. Ja, so Aufgaben, die ihr hate offset. Also eure Größe könnt ihr noch einstellen. Leider keine deutsche Sprachfassung. Come aboard. Start this activity. Okay, da habt ihr dann verschiedene Aktivitäten, die ihr starten könnt, um das Game kennenzulernen. Enter Lobby. Guck mal hier, der Multiplayer. Next Session in 2 Stunden 41. Da seht ihr. Jetzt muss ich mal gucken. 2 Stunden 41. Das ist nach unserer Zeit, wo ich jetzt hier gerade aufnehme. 21 Uhr. Also es geht dann schon abends los. Ihr könnt einen Account anlegen. Sign up. Login machen. Und try a race. Minigames. Ja, wir gucken uns jetzt. Komm, nehmen wir doch einfach mal das hier. This is a yacht. Ahoy! Let's Ahoy. Learn some sailing terms. Okay. The big sail on the boat is called the mainsail. Mainsail. Can you find it? Ja, das da. Mainsail. Well done. Mainsail. Can you find those? Daggerboard. Daggerboard. Ja. Boom. Tiller. Tiller. Okay. Wir brauchen noch Boom. Main sheet. Daggerboard. Boom. Boom. Das ist ja Boom. Delightful. Tiller. Daggerboard. Nee. Tiller. Main sheet. Main sail. Main sheet. Was soll der Main sheet sein? Main sheet. Ja, das ist well nicht. Done, my salty dog. Next, you should try some sailing. Das war zumindest schon mal, wie alles This heißt. Is dinghy. Können wir das Ganze hier noch mit der Yacht machen? War da eine Katze? Mit der Yacht? Ahoy. Mainsail? Let's learn some Jib. Mainsail. Jib. Well done. Jib. Jib. Port Helm. Port Helm. Delightful. Starboard. Guck mal, das ist ja richtig groß da, ne? Starboard Jib Winch. Was? Main Sheet. Starboard Jib Winch. Starboard Jib Winch. Port Jib Winch Handle. Port helm. Main sheet. Port jib winch handle. Wo soll das sein? Was soll das sein? Ich hab hier nichts. Port jib. Ja. Well done, my salty dog. Nein, ich will dieses Boot Next, nicht. You should try some sailing.
Ja, er sagt uns immer, wir sollen sailen gehen. Oh, scheiße. Was denn jetzt? Okay, welcome to Marineverse Cup. Let's get ready for sailing. Okay. Press X on the left controller to bring settings. Position vertically. So. Snap turning can be enabled. Ach, guck mal hier. So können wir mit dem rechten Controller können wir lenken. Alles klar. To teleport. First point at a teleport location, then press it. Nice. So, da können wir uns teleportieren, alles klar. To steer, you can use the laser pointer, click and drag the white dot visible over the wheel. Marineverse Cup, you can select the country you want to present. Well und log done. In, alles klar. So, was ist jetzt, that's for you. It's easier to using thumbstick. Go back to the menu, press X on the left controller. Yeah. That's how to learn to steer. To steer, you can use the laser pointer. Let's practice steering. Turn the yacht away from the no-go zone and get it moving. Your goal is to reach a speed of at least 5.5 knots. Okay. Let's practice steering. Turn the yacht and get moving. Target speed. Oh, guck mal hier. So. Next Challenge, alles klar. Also jetzt war jetzt eine kurze Kurve. Point, alles klar, Board Reach. Let's learn how to assess the wind direction. Der Wind kommt von da, oder? What? Look up to see where the wind is coming from. Ja, der bläst doch hier rein, oder? So wie look up. And find a arrow. Find a wind arrow. It should. Also da oben ist der Pfeil, der zeigt aber nach da. No-go zone. Und guck mal, ihr lernt hier richtig viel. Oh scheiße, über der Birche. Okay. Find a compass in the middle of the boat. The point of sail is a sailboat direction of travel okay. Under sail in relation to the true wind direction over the surface. Okay. The different points of sail are no-go zone, close hauled, reaching and running downwind. So da sollen wir hin. When the boat is pointing directly into the wind, you are in the no-go zone. Okay. In the no-go zone, the boat will stop. Stop the boat by turning in no-go zone direction. Okay, wollen wir mal gucken. Wir rumprobieren. Der Wind kommt von da. So. Das müsste jetzt no-go zone sein, oder? Oder genau andersrum. Ich verstehe das noch nicht so ganz mit dem Wind da oben. Müssen wir ihn andersrum drehen? Ah, guck mal, das ist die No-Go-Zone. Also wir müssen genau... Okay, guck mal. Boah. When the front of the sailboat is pointing towards the wind direction, the boat is in the No-Go-Zone. Okay, das ist die No-Go-Zone, wenn wir in Windrichtung sind. Seht ihr da oben den Pfeil? You can use the No-Go-Zone to stop, but if you want to sail into the direction of the wind, you need to follow the zigzag course. The zigzag course. Haben wir ein bisschen Sailing gelernt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Tour of the Boats. Try Sailing Lesson. Easier, harder. Machen wir erstmal easier. Alright. Let's get ready for sailing. Yeah. First of all, let's make sure the... Try clicking the plus or minus buttons with the laser pointer on your controller. Okay, da können wir uns jetzt hier schön tief reinsetzen. Once it feels right, close the settings panel by pressing the red close button. Okay. Please sit down. Yes! You are sailing! Okay, okay, okay. Gate 1. Jetzt segeln wir hier. Ich habe keine Ahnung, was ich noch. Da ist Waypoint. Da ist auf jeden Fall ein Gate, wo wir durch müssen. Ach, das ist ja ganz cool. Das ist jetzt wie ein Parcours.
Also, was ich sagen muss, ist, gerade wirkte es echt schwierig. Also jetzt hier mit dem Boot, das ist erstmal ganz angenehm, um reinzukommen. Es ist technisch, hat man schon so den Eindruck, man lernt was und das ist auch einigermaßen realistisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass es einen komplett überfordert. Wisst ihr, wie ich meine? Ach, guck mal, da hinten taucht jetzt Ufer auf. Ist ja auch geil gemacht, guck mal. So. Der Zigzag Course. Komm, Gate 3. Ach, guck mal, jetzt können wir hier vorne auch drauf. Guck mal, können wir von da aus auch? Warte mal. Ach, tatsächlich, guck mal, dann könnt ihr auch mit der Perspektive. Ach, cool. The next challenge. Okay. Foiling feels a bit like. Ach, guck mal. Das ist ja schon cool, ne? Grab me to record voice feedback. Ach, wie geil, da kann man das Teilnehmen reinsprechen und ein voice feedback geben. Ach, da ist die Katze, guck mal. Ist ja süß. Was ist das? Damit will ich fahren. Und wenn wir jetzt hier zurückgehen, haben wir Minigames und Try a Race or Just Relax. Das sind dann die Hauptmodi und hier habt ihr dann eben noch diesen Multiplayer-Modus. Also ihr habt hier diese drei Boote, die bleiben wohl. Easy Race. Komm, machen wir mal Easy Race. The start line is behind you. You will be sailing downwind, so make sure to keep your sail loose, so that you are catching the wind in your sail. Okay. Nice. Oh, immer schön das Segel beobachten. Also wir müssen jetzt einen Zickzackkurs im Prinzip fahren, so wie ich das verstanden habe. Stars reduce your time. Diese beiläufigen Tipps. Stars reduce your time. Nice. Ja, danke. Warum habe ich den denn jetzt verpasst? Hier geht's wieder schneller. Scheiße. Ich will meine Time reducen. Also ist nicht so der gerade Weg zum Ziel. Soll das San Francisco sein? Nein, oder? If you're going to San Francisco. You got it. Ach du Scheiße, guck mal da unten, der Wal. Junge! Boah, sowas macht. Der kriegt Zustände, ohne Scheiß. Das ist nicht. Das ist echt. Ich erinnere mich noch an Ocean Rift, hieß das so? Boah, da musstest du unter Wasser einen Wal suchen. Ich hab Schiss, Leute. Ich weiß nicht, ich. Ist halt normal, aber das macht mich hier gerade ein bisschen fertig, nach dem Wal zu suchen. Wal, komm raus, ich hab Geld dafür bezahlt, ja? Ich hab echt. Wie riesig ist denn das Teil? Alter. Das ist noch was für ein Horror-Game. So, das ist jetzt Login to Marineverse Cup. Ich guck mal eben, Create New Account, wie problematisch der Anmeldungsprozess ist. Ja, wir werden jetzt hier in den Browser gebracht. So, ihr braucht jetzt erstmal eure E-Mail-Adresse. Ihr müsst eure Timezone aussuchen. London haben wir hier, ne? Oder ist das Amsterdam? Ist, glaube ich, nee, Amsterdam. So, dann kriegt ihr eine E-Mail, um den Account zu createn. Die gucke ich mir jetzt auch mal eben an. Please check your Spam and Updates folder. You may need wait a minute or two as well. Ach scheiße, falsche E-Mail. So, dann haben wir hier die E-Mail und können dann da sagen Accept Invite. Dann öffnet ihr das und jetzt könnt ihr hier eben your Display Name eingeben. Passwort. Save Changes. Was will er jetzt noch? Straße. So, jetzt reicht das aber. So, und jetzt müssen wir doch eigentlich zurückgehen können ins Spiel. Wo haben wir das? Da. So, und jetzt? Login. Enter. Ahoy, Mate! So, jetzt kriegen wir nochmal eine E-Mail. So, das ist die zweite E-Mail. Da öffnet ihr den Link und hinter diesem Link ist dann der Verification-Pin, den wir jetzt hier eingeben. Okay, so sieht der bei mir aus. Warum ich jetzt nicht einfach mein Passwort eingeben kann, bleibt auch. You're now so. A mate. You're now a mate. So, und jetzt habt ihr hier Recent Activity, was ihr da machen könnt. Private Game, Enter Lobby. Ich guck mal in die Lobby rein für euch. Ihr habt Match Racing, Fleet Racing. Also Match Racing, da könnt ihr zu zweit auf einem Boot sein und das Ganze im Koop machen, was ich sehr cool finde. So, Fleet Racing, One Player per Boat. Machen wir das doch einfach mal. Number of Bots, Course. Ja gut, wir haben jetzt keinen, der hier mitspielt, ne? Race Starts, da vorne. Ja, guck mal, da kreist doch schon jemand. Also ein Bot ist jetzt mit dabei.
So, und das könnt ihr jetzt aber auch mit euren Freunden und ich denke mal über dem Boot. Go, go, go. Steht dann immer die Nationalität. Das ist hier gerade Brite. Jetzt geht's erst los. Oh Mann. Startline. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir auch Anleitung. Go around the boy. Na komm, beschleunige. Meint ihr die Boje oder da hinten noch eine Boje? Boah, ich stelle mich aber gerade ein bisschen dämlich an, kann das sein? Na guck mal, Bord 1 findet auch. Da hinten ist bestimmt die Boje. Oh nein, wir segeln jetzt fast in Richtung. Wieder Sigge-Sack. Willi-Segel, Sigge-Sack. Ja, so kann ich mir im Multiplayer echt spaßig vorstellen, muss ich sagen. So, da vorne, go around the boar. Warum sind wir jetzt gerade gestoppt? War da wieder ein Wal unter uns oder was? Oh, jetzt geht's hoch. So, von 0 auf 7,881 in unter 10 Sekunden. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber in Bootgeschwindigkeit ist das. Aha. So, go around the boy. Ich weiß keine Ahnung, wie spricht man das aus, ey? Finishline, da vorne. Ach du Scheiße, oh, da müssen wir jetzt wieder Sigge-Sigge hinfahren. In der Zickzack-Linie. Controller geben auch ein schönes Vibrations. Ah. Nee, da stoppen wir jetzt gerade das. Ja, die Finishline ist jetzt natürlich total tückisch, weil wir da genau auf den Pfeil zu. Ich pass auf, ich fahr's jetzt einmal steil an und dann drehe ich einmal hart nach links. So. Fahren wir so über die Ziellinie. Da müssen wir dann. Komm, gib Gas. Ich war mal segeln auf dem Eiselmeer, das war cool. Aber irgendwie konnten die das besser. Alter, wir schleichen uns hier ins Ziel. Was macht Bot 1? Bot 1 hat gesoffen und das ist der einzige Grund, warum der hinter uns ist. Untersteh dich, Bot 1. Finishline, Bot 1, haha. Ihr habt hier Free Sailing, Rio de Janeiro, Sydney, Cape Town, San Francisco. Ah, dann war das wirklich San Francisco. New York, Seattle. Ja, komm, in Free Sailing können wir nochmal in Sydney reingucken. Nur, dass ihr einmal einen kurzen Blick habt. Ach, das ist dann so der Hintergrund, den man da hat. Ne? Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier ein bisschen auf Speed kommen. Ach, da, ach, ja, guck mal da. Ja, das ist schön. Dann ist so der Hintergrund ausgetauscht. Aber in erster Linie, guck mal, wir segeln rückwärts. Aber in erster Linie, in erster Linie ist es halt immer wieder das Wasser. Das sieht ganz nett aus, muss ich sagen. Grafisch ist das Spiel in Ordnung, minimales Kantenflimmern, also nichts Verwerfliches. So wie ihr es jetzt im Headset seht, so wie ihr es jetzt im Video seht, ist es ungefähr auch im Headset. Und ja, ich muss sagen, eine Segelanwendung auf der Quest, ich konnte es mir echt wenig vorstellen. Aber das ist hier echt ganz cool gemacht soweit. Der Preis steht im Moment vom Questor noch nicht fest. Das Release-Date leider auch noch nicht. Vielleicht jetzt kommenden Donnerstag, kann aber auch sein die Woche danach, tippe ich mal. Im Moment kostet es bei Steam so 16, 17 Euro, sodass ich denke, das wird im Questor 15 bis 20 Euro kosten. Das wäre jetzt so meine Schätzung. Also ich würde sagen, 19,99 wird das Ding im Questor kosten. Aber wenn ich den genauen Preis weiß, findet ihr den in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, es ist mit drei Booten natürlich jetzt nicht so Hammer viel, aber es ist von der Mechanik gut umgesetzt. Man hat da Abwechslung, man kann leicht, mittel oder dann wahrscheinlich bei einem anderen Boot relativ anspruchsvoll segeln. Man hat einen Multiplayer-Modus, man hat Minigames und von der Geräuschkulisse und von der Atmosphäre ist das Spiel echt gut. Und wenn ihr Segelfreunde seid und sowas mal in der Virtual Reality machen wollt, dann solltet ihr bei Marineverse Cup jetzt nicht zurückschrecken. Was natürlich hier wieder die Frage ist, ist, wie Motion Sickness anfällig ist das Ganze. Deswegen gucke ich nochmal in die Comfort Settings. Racing Audio via Comfort. Guckt hier. During Rotation Enabled, Effect Coverage. Also ihr habt hier die Möglichkeit noch anzupassen, wenn euch schnell schlecht wird, sodass das Spiel ja dann auch für euch spielbar ist. Und jetzt bin ich gespannt von euch zu lesen. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr Marineverse Cup? Damit teilt ihr nicht nur mir mit, wie ihr das Game findet und helft mir im Algorithmus so ein bisschen höher zu rutschen, sondern ihr gebt der Community auch eine wichtige Einschätzung, wie ihr denn dieses Game findet. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da.
Interessiert euch für die wichtigsten Tipps, Tricks und Infos zu eurer Quest und wollt wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Playlist. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!